Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic Teil 10 Legacy. Wir sind noch bei der Stadtführung dran, haben aber fast die komplette Map jetzt abgeklappert und haben hier eine blaue Flüssigkeit, wo ich noch nicht weiß, was sie kann. Ich würde sagen, du trinkst das mal wieder. Wassermagie! Widerstand gegen Wassermagie ist blau. Okay. Ja, das kannst du ruhig behalten. Orleans Haus. Wir haben noch drei Gebäude, wo ich noch nicht reingegangen bin. Oder besser gesagt vier. Jede Menge Gold. Ha! Hervorragend. Hallo Orlene. Das ist wohl sie. Komischerweise hat sie hier rote Haare und hier blonde. Oder leicht brünett. Hallo zusammen. Kann ich euch helfen? Blumen für gefallene Helden. Ein Auftrag. Don't we have better things to do? Mein Bruder Sefrin war Soldat und ist vor einem Jahrzehnt bei der Verteidigung von Burg Portemeron gegen die Dämonen gefallen. Herzog Anton von Greif, der Portemeron am Ende der zweiten Blutmondfinsternis befreite, ließ einen Schrein zum Gedenken an all diejenigen Soldaten errichten, die ihr Leben für die Halbinsel und das Heilige Imperium gegeben hatten. Da die Asche meines Bruders nie geborgen wurde, habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, am Jahrestag seines Todes Blumen auf den Schrein zu legen. Doch nun, da Banditen das Land durchstreifen, konnte ich die Reise in diesem Jahr nicht antreten. Falls euch eure Reisen in die Nähe des Schreins führen, könntet ihr diese Blumen darauf ablegen. Der Schrein befindet sich ungefähr auf halbem Weg zwischen hier und Portemeron, ein wenig westlich der Hauptstraße. Er sieht aus wie ein kleiner roter, kleiner Torbogen mit mehreren Engelstatuen drauf. Ja, machen wir doch auf jeden Fall. Ich glaube, das hier ist auch wieder nichts Wichtiges. Ne, das ist einfach nur Klatsch. Das ist ihre Meinung dazu, zur Regierung. Das brauchen wir nicht. So, und wir hatten hier noch ein Haus. Ups. Wo war das denn? War das hier? Nee. Also einmal haben wir hier eine Alchemistin, die vielleicht noch einen Auftrag hat. Haus Matera. Was sagst du denn dazu? Bevor ich die Akademie verlassen habe, war ich Alchemistin des Hauses Materia. Eines der primären magischen Orden. Wir sind auf magische Gegenstände, Tränke und Konstrukte wie Golems und Titan spezialisiert. Aber wir sind dennoch ein relativ kleines Haus. Haus Eterna in Albetil verfügt über die größte militärische Macht und Haus Anima über die größte Anzahl Akademien. Aber eines Tages, sage ich euch, werden die Alchemisten eine Macht darstellen, mit der man rechnen muss. Ja, Tränke kaufen wir nicht. Da haben wir jetzt einiges von. Jetzt ist nur hier links ein Haus und dann müssen wir zur Kaserne. Wer wohnt denn hier? Ein Auftrag! Ha! Du bist aber ganz schön stark gepanzert hier. Gib uns mal ab, wir haben nur einen Helm und sind sonst nackt. Ich bin in dieses Gebiet gekommen. Auf der Suche nach drei entflohenen Verbrechern. Einer von ihnen hat sich einer Bande von Straßenräubern angeschlossen und an Überfällen auf Kaufleute teilgenommen, die auf der Straße nach Katal unterwegs waren. Sein Geburtsname ist Lukas, aber er nennt sich selbst Luke. Ein anderer Kirk hat angeblich auf einem Piratenschiff angeheuert. Wahrscheinlich kann man ihn in der Jauchegrube finden, die man die Klippe nennt. Der dritte hat sich den Söldnern der Schwarzen Garde in Katal angeschlossen, die in Wirklichkeit eine Bande von Halsabschneidern sind, die man mieten kann. Er heißt Replay. Solltet ihr ihnen auf euren Reisen begegnen, könnt ihr ihnen dann eine Nachricht überbringen. Sagt ihnen, ich biete ihnen die letzte Gelegenheit, den Pfad der Schlechtigkeit zu verlassen und für ihre Sünden Buße zu tun. Wenn sie diese Gelegenheit nicht ergreifen, tut, was ihr tun müsst, um ihr Verbrechen ein Ende zu bereiten. Also wir müssen die drei umnoggen. Ja, das machen wir auf jeden Fall, aber das wird wohl eine längere Quest sein, die drei zu finden. Da müssen wir richtig weit durchs Land. Wie man Paladin wird, Klatsch. Brauchen wir das? Nö. Bla 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 bla. Nö. Brauchen wir nicht. Okay, jetzt haben wir schon einige Quests wieder neu. Würde ich sagen,
gehen wir jetzt mal die Hauptstory weitermachen. Was heißt Hauptstory hier, dass wir diese Stadt verlassen können überhaupt? Wir haben auch 300 Gold. Vielleicht kaufen wir uns noch ein bisschen Rüstung. So. Garnison betreten. Es gibt nichts mehr zu besichtigen. Wir haben alles erkundet. Moment mal. Fortsetzen. Wir haben alles erkundet. Es gibt nichts mehr. Deswegen. Tschüss. Oh well. Fewer companions, bigger shares. So, leb wohl. Wir sind wieder alleine unterwegs. Ja, was wollt ihr? Maximus. Ein Ork. Nice. Wir suchen Arbeit. Man hat uns erzählt, ihr hättet Verwendung für Schatzjäger. Ihr haltet euch also für Schatzjäger, was? Ha! Dass ich nicht lache. Habt ihr je um euer Leben gekämpft? Habt ihr je einen Freund ins Auge geblickt, während ihr ihm die Klinge ins Herz stoßt? Das dachte ich mir. Geht nach Hause und hört auf, meine Zeit zu verschwenden. Wie können wir uns beweisen? Welcome aboard. Der schließt sich direkt einfach uns an. Lächelt. Ihr seid beharrlich, das muss ich euch lassen. Gut. Das ist eine der Qualitäten, die ich brauche, um als Schatzjäger zu überleben. Hoffentlich kann der was. Aber der sieht ja stark aus. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich stelle euch eine einfache Aufgabe und wir sehen dann, wie ihr damit zurechtkommt. Wenn ihr sie erfüllt, können wir über ernsthaftere Dinge reden. Was sagt ihr? Keine Sorge, ich werde nicht von euch verlangen, in irgendeinem Keller Ratten zu töten. Okay, wie bei so vielen Rollenspielen am Anfang. Spinnen im Mund, aber dafür Spinnen. Ja gut, das ist auch nicht viel besser, aber trotzdem, die sind ja Riesenspinnen. We're here to help. Sind wir das? In der letzten Zeit sind ein paar Dorfbewohner verschwunden. Und meine beste Spur ist ein Trunkenbold, der behauptet, in der Nacht wären Spinnen aus dem Brunnen gekrabbelt. Ich habe ihm zuerst nicht geglaubt, bis ich die achtbeinigen Krabbelviecher mit eigenen Augen gesehen habe. Widerliche Biester. Also werden wir, ihr und ich, in den Brunnen steigen und ihr Nest vernichten. Ihr habt doch keine Angst vor ein paar Spinnen, oder? Ach, und wenn ich Spinnen sage, meine ich richtig große. Huhu. Jö. Ja, dann wollen wir uns doch mal behaupten. Wir könnten sogar noch einen mitnehmen hier für 100, wenn wir wollen. Sollen wir uns noch was ausrüsten vorher? Ach komm, das klappt schon irgendwie, oder? Wir sollten mal rasten. Obwohl, wir haben 300. Komm, wir kaufen uns jetzt eine schöne Rüstung. Hat der die auch Rüstung hier? Der hat nur Waffen, ne? Der hat nur Waffen, glaube ich. Zeig mal. Improvisierte Armbrust. Benötigt mindestens Anfänger in Armbrust. Das habe ich nicht. Jetzt muss ich erstmal Armbrust lernen, damit der Fernkampf kann. Sehe ich das richtig? Ich sehe nicht, ob er das kann oder nicht kann. Ah, an dem Grünen sehe ich, ob er das kann. Oder? Nee, sehe ich nicht. Ah, okay, es wird nicht rot. Wird nicht rot und bei ihm was rot, ne? Genau. Und er hat schon eine Armbrust. Zwei Fernkämpfer. Kannst nicht mal bogen. Okay, das ist schlecht, weil Fernkampf ist echt praktisch bei den Might Magic Teilen. Na gut, auf jeden Fall gibt es bei dir die Waffen. Wir kommen wieder, wenn wir reicher sind. Ach, das war gar nicht hier. Das war dahinter, das Gebäude. Hallihallöchen. Aha, Lederarmschiene. Zwei Rüstungen. Ist nicht schlecht. Warum sind die grün? Weil die magisch sind, oder wie? So. Minus 23? Ah, okay. 240 noch übrig. Lederrüstung will ich gar nicht haben. Leichte Rüstung. Ich will was für eine schwere Rüstung. Ist das hier schwer? Nee, steht gar nichts bei.
Obwohl, du hast leichte Rüstung, glaube ich, ne? Minus 6 Angriffswert, das ist echt beknackt. Die machen wenigstens einen Rüstungsschutz. Wie viel habe ich jetzt noch? 52. Nicht mehr genug. Okay. Das muss reichen, bis wir aus dem ersten Dungeon wieder raus sind. Oh, Entschuldigung. Ja, die Erkältung. Aber es geht mit dem Hals und der Stimme was besser heute. So, Spinnennest. Dann mal rein da. Wollt ihr das Verlies Spinnennest wirklich betreten? Seid ihr euch sicher? Na gut. Und rein da. Volle Möhre auf die Nuss. Ach, ich hätte vielleicht vorher mal resten sollen, ne? Hm. Na gut. Das wird schon irgendwie klappen. Gibt's eigentlich Quicksave? Ah, F5 ist Quicksave. Sehr gut. Gut, dass das bei vielen Spielen gleich ist. Gibt's sowas wie Geheimquände? Das weiß ich gar nicht. Ja, sieht ganz nett aus. Zwar nicht so wie bei Legend of Grimmauk, aber trotzdem sehr schön. There are enemies ahead. Aha! Bing! Gefahrenanzeiger, ihr seid im Kampf. Wenn ich mich jetzt drehe, kostet das Bewegung? Nein, ich bin weiter im Pausenmodus. Und ich könnte jetzt einfach sagen, ich will den Magier zuerst nehmen, der keine Astralpunkte mehr hat. Sehr clever, aber er hat eine Fernkampfwaffe. Yeah! Fatality! So, jetzt sind wir wieder automatisch beim Vorderen. Aber hier ein Fernkämpfer. Sehr gut. Kannst du eigentlich was? Spielt er von alleine? Dieser Mietling wird versuchen, in jeder Runde die ersten zwei gegen eure Gruppe gerichteten Schuss- oder Nahkampfangriffsversuche zu parieren. Hm, das ist nicht schlecht. Das ist nett von dir. So, du hast leider keinen Fernkampf. Deswegen, und du hast auch keinen Mana mehr. Das ist schlecht. Du hast auch keinen Fernkampf, aber du kannst einen Windstoß machen. Himmlische Rüstung. Wow! Thanks! You're welcome! So, dann würde ich sagen, gehen wir mal eins. A little busy right now. Zack. Haha. Sehr schön. Also das ist schon mal ziemlich gut hier der Rüstung. Okay, Eintrag wurde aktualisiert. Da wäre natürlich jetzt ganz interessant mal zu schauen, was... Aha, kritischer Schaden 0,5 hat sie. Giftschweier kann also Spezialfähigkeit Gift machen. Also wir wissen schon wieder einiges mehr. Jetzt ist die Frage, wo die Widerstände sind. Rüstungswert 5, Ausweichwert 40. Ach, und da war sogar ein Balken, ne? Ein Erfahrungspunkte-Balken. Hier, wenn es ganz rechts ankommt, habe ich wahrscheinlich alles. Ich weiß, womit am meisten Schaden ich gegen die mache. Aber ich würde sagen, wir müssen mal zurück. Wir müssen nämlich resten. Werden wir hier nachts angegriffen? Nö, werden wir nicht. Das hat uns aber jetzt natürlich etwas Nahrung gekostet. Macht aber nichts. Aha, da hinten ist ein Gegner. Kann ich den direkt anwählen? Great. I need something to hit. Ja, du hast keinen Fernkampf, aber du hast hier das... Bam! Boah, der ist sogar richtig gut hier, ne? Ja, du hast... Hä? Ah, es reicht von der Reichweite nicht. Ja, dann musst du eine Runde abwarten. Du kannst Fernkampf. Sehr schön. Dann macht's auch mal ordentlich Schaden. Ja, ich brauche bei allen Fernkampf. Das hätte ich am Anfang anders auswählen müssen. Mist.
Himmlische Rüstung machen wir nicht. Ah, das wäre auf jeden Fall ein Riesenvorteil, direkt den Fernkampf hochzumachen. Mist. Ja, egal, jetzt sind wir im Run drin. Da, jetzt kannst du mit Windstoß machen auf jeden Fall. Ja, kannst du immer noch nicht erreichen. Parier mal. Hier auch mal. And stay down! Genau, stay down. Okay, was haben wir denn hier alles bekommen? Ein mittlerer Mana-Trank. Das Inventar haben alle, sehe ich das richtig? Das haben alle. Okay, was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Ein Zauberstab ist das. Ah, die Kristallkugel ist oben auf dem Stab drauf. So, großer Schild. Benutzt Experte der Fertigkeit Schild. Bist du das? Nö. Muss also erstmal höher kommen. Kann ich irgendwo sehen, wo das ist? Na, wir müssen einfach weiter leveln. Ganz klar. Oh, eine Spinne drin. Aber nicht vergiftet, verfehlt. Sehr schön. So, eins. Abgewehrt. Hauen wir einfach mal drauf. I don't feel so good. Ihm geht's nicht gut. Das ist nicht gut. Können wir irgendwie ins Inventory jetzt und direkt einen Gifttrank nehmen? Sehr schön. So ist es. Und wieder ein Gegengift. Das hat sich doch gelohnt. Und Erfahrungspunkte. Nicht zu verachten. Was? Was? Oh, 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 oh. Sind auch welche hinter mir? Das ist nicht gut. Die umzingeln mich. I'm a little busy right now. Können wir darüber rennen? Ah, wir können nicht wegrennen. Das ist komisch. Wieso kann ich nicht einfach jetzt einen Schritt nach vorne machen? Jetzt greifen sie mich von zwei Seiten dann an. Na gut, kümmern wir uns mal um ihn hier. Und sagen, du machst mal eine himmlische Rüstung. Thanks. You're welcome. Und es geht mir gar nicht gut. Lass mich ihn besser mal direkt heilen. Der Flanken erhoben! Okay, verfehlt und abgewehrt. Ich weiß, aber ich konnte ja nicht wegrennen. Geht ja nicht. Okay, da ist der nächste. Was haben wir hier? Herausforderung. Zerschmetter. Nee, das ist gegen mehrere, ne? Macht er das mal. Um 11 vermindert. Müsste er ja eigentlich jetzt schnell down gehen. Naja, trotzdem. Nicht viel Schaden. 35, das ist nicht schlecht. Komm, einfach drauf. Weg mit dir. Bestiarium hat sich vergrößert. Boah, hier, Jagdbogen. Juhu! Geld, Gegengift, Heiltrank, Augapfel-Amulett. Was kann das denn? Hm. Steht aber nicht bei, sonst würde es, glaube ich, beistehen. 8 bis 16 Jahren, 10% kritisch. Das müssen wir gerade mal schauen. Ah, hier ein Totenkopf. Gehen wir mal gerade ins... Ach, nicht ins Zauberbuch. Ha! Warte, doch ins Zauberbuch. Was haben wir denn hier noch? Ah ne, passiv, passiv. Feuerstrahl, okay. Okay. Hab nichts gesagt. Die sind alle drin. Passivfähigkeiten. Okay. Ne, dann brauchen wir das Inventory. Und zwar bei dir. Was macht dein Bogen?
6 bis 14 und 10. Okay, der ist besser. Tauschen wir aus. Oh. Sehr schön, aber den behalten wir mal, weil wir vielleicht ihn zum Bogenschützen machen oder zur Armbrust. Hoffentlich geht das noch. Ja, aber eigentlich müsste das gehen. Ich muss nur einen Lehrmeister dafür finden. Wahrscheinlich, wenn ich aufsteige, kann ich das erlernen. Sollte ich auch schnellstmöglich machen. So, die Truhe plündern wir. Noch so ein Amulett. Ich weiß noch nicht, was die können. Eine Lederrüstung. Fein, fein, fein. Alles her damit. So, Lederrüstung. Minus 6 Angriffswert. Das ist echt beknackt. Total beknackt. Wir ziehen die noch nicht an. Aber dann geht es auch nicht hoch, wenn wir sie nicht anhaben, ne? Moment mal. Was ändert sich genau? Ausweichwert. Ich sehe nichts von Angriffswert. Minus 6. Steht hier nichts. Okay, du nimmst die mal. Das ist eine leichte Rüstung und da musst du höher dran werden. Wir ihm eine Fernkampfwaffe irgendwo hin daddeln. Ne, darf er nicht nehmen. Okay. Okay. Something is coming our way. Be ready. Puh, ist das Vieh hässlich. Seid vorsichtig, Schatzjäger. Das ist wahrscheinlich die Spinnenkönigin. Ja, es könnte sein, weil da drauf Spinnenkönigin steht. Immunität gegen Gedanken- und Körpermanipulation sowie Gift. Sie wird uns bestimmt vergiften. Die ist mit Sicherheit noch gefährlicher als die anderen achtbeinigen Ungeheuer. Aber wenn wir sie töten, sind wir das ganze Nest los. Kämpfen wir! Oh, 12. Gut, dass sie gerade den Schutzschild, den Rüstung angezogen hat. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir denn noch hier? Lebenstrank, mittlerer Halt, Mana-Trank, okay. Zuhauen. Sehr schön. Du hast keine Mana mehr. Bei dir wäre ganz gut, wenn wir die himmlische Rüstung jetzt hätten. Deswegen nimm den mal. Mist, hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Umschlingen. Wie war das? Körpermanipulation. Ah, ist immun gegen. Okay. Schattenumhang. Verfehlt. Edge of Edge, aber trotzdem was Schaden genommen. So. Ah, pariert. So, jetzt machst du die himmlische Rüstung. Und du... Du haust drauf. Du machst... Schaden. Ja, sehr schön. Oh, sie ist vergiftet. Na super. Warum hilft er eigentlich nicht mit? Er kann nur hier diese Zusatzfähigkeiten bringen. Schade. Sie muss eigentlich das Gegengift nehmen. Machen wir auch. Machen wir auch. Legen wir das mal nach unten. Wir brauchen das ja doch recht oft. Sehr schön. Du brauchst neue Mana. Einmal zuhauen. Herausforderung. Sie hat noch recht viel Energie. Zerschmettern. Ey, das ist vollkommen verlässlich. Machen Mist. Klappt nicht, der ist da irgendwie geschützt. Dann heißt es volle Pulle. Druff. Mach nochmal Schrecken. Verstanden. Sehr gut. Ha, Schattenumhang. So, sie hat nicht mehr genug zuschlagen. Reicht ganz schön gut aus. Was ist das denn hier? In 2, in die Rüstung aller Feinde im Umkreis von 3. Ach, das hat nicht geklappt, ne? Widerstanden.
Kampf ist schon nicht ohne. So, dann würde ich sagen, nimmst du mal einen davon, damit du gleich nochmal die himmlischen, göttlichen Schutz machen kannst. Mist. Der braucht auch einen neuen dran. Autsch, oh, fast gestorben. Fast gestorben. So. Den Schutz aufbauen. Wir brauchen mehr Buff-Zauber auf jeden Fall. Ah, ich muss ihn heilen, ich Idiot, habe ich verplant. So, sehr schön. So, das wäre nicht schlecht, die himmlische Rüstung. Ist auch nochmal ein Halt dran, ein Mana dran. Ich habe noch einen Schatten drin für eine Runde. Ah, vergiftet. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Wieso sind nicht mehr die Teile da drin? Muss ich die bei jedem reinlegen? Ich muss die, glaube ich, bei jedem reinlegen. Das ist natürlich blöd. So. Du machst himmlische Rüstung. Du steckst zu. Und du machst nochmal den Schatten. So. Du musst dich einmal heilen. Zuschlagen, zuschlagen. Sauber. Ah, vergiftet. Zuschlagen. Zuschlagen. Giftung heilen, Mana tragen. Yeah, nice, abgewehrt. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Oh, sehe ich mich schon wieder kaputt. Halt dran. Yay! Huhu! Unbekannter Jagdbogen, sehr schön. Was braucht man für eine Fähigkeit, um das besser zu identifizieren? Ja, wir würde sagen, gut gemacht, Schatzjäger. Das wird dieses Ungeheuer lehren, sich nicht mit den Einwohnern von Sopigal anzulegen. Ihr habt euch gut geschlagen. Hier ist eure Belohnung. Sie ist wohl verdient. Alles, was hier unten findet, gehört euch ebenfalls. Aber bleibt auf der Hut. Es könnten noch ein paar Spenden übrig sein. Ich bin in der Garnison, falls ihr mich braucht. Vielleicht habt ihr ja noch doch was nötig ist, hm? Oh well, your companions, big chef. Aufgestiegen. Das zeige ich euch beim nächsten Mal. Machen wir hier Break. Bis demnächst. Euer Chojin.